das Auto passend zur Fliege wählen? Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 39 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Hallo, hier ist Nonsenf, die Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Und während ich das hier erzähle, ist er schon in Vietnam. Ministerpräsident Bodo Ramelow ist mit etlichen Unternehmen und Firmen dorthin geflogen und sie suchen dort die Fachkräfte der Zukunft. Straffes Programm hatte der Gute letzte Woche. Da waren nämlich noch die Ministerpräsidenten aller Ostbundesländer und die Kanzlerin zu Gast in Thüringen. Ach, was sag ich? In Thüringen, in Neudietendorf. Wahnsinn. Die meisten von uns kennen Neudietendorf nur vom Umsteigen. Das kann man dort auch, aber kann man da noch was machen? Außer sein neues Gleis suchen? Ja, Politik, ich zeige Ihnen das mal. Also hier ist Neudietendorf, gucken Sie mal. Und ich schätze mal, die Kanzlerin, die kam am Bahnhof an mit der Regionalbahn oder so. Und dann hatte sie es nicht mehr weit bis zur evangelischen Tagungs- und Begegnungsstätte Zinzendorfhaus. Ja, die ist hier, genau. Und dann wurde da Politik gemacht. Danach ging es über den Zinzendorfplatz und die Kirchstraße in Brettis kleine Bar. Da wurden dann vermutlich ein, zwei Bier gezischt und es gab eine Pressekonferenz, auf der dann die Kanzlerin sagte: Man lernt oder ich lerne bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen der neuen Bundesländer auch immer wieder spannende Orte kennen, die so nicht aussähen, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte. Und dieses Neudietendorf ist sicherlich ein Beispiel. Ja, dieses Neudietendorf ist ein Beispiel dafür, wie es aussieht, obwohl es die deutsche Einheit gab. Also stellt sich jetzt wirklich nur die Frage, hätte es im Osten auch gebrummt? Ich darf Sie recht herzlich zu unserer Pressekonferenz begrüßen. Der Thron ist im Moment... Stopp. Wenn es für Sie in Ordnung ist, hier hinten brummt's. Ist ja kein Wunder, dass es brummt. Da stehen ja auch der Plus- und der Minuspol direkt nebeneinander. Da ist Hochspannung auf der Bühne. Ein Wunder, dass es nicht gefunkt hat. Das lag wohl an der Kleiderordnung. Und ja, ich meine die der Kanzlerin. Denn die hatte an diesem Tag ein enges Korsett an. Sieht man zwar nicht von außen, aber der Thüringer Regierungssprecher, der hat's am Ende verraten. Tut mir leid, aufgrund des eng bemessenen Korsetts der Kanzlerin muss ich mich an dieser Stelle höflich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Dankeschön. Danke gleichfalls, Herr Kolodzi. Und weg war sie dann wieder, die Kanzlerin. Was tun die Menschen alles, um hübsch zu sein? Das ist Wahnsinn, oder? Die Kanzlerin hat ein Korsett und Theresia Fischer hat lange Beine. Sie fragen sich jetzt zu Recht, wer ist das? Theresia Fischer ist Kandidatin bei Germany's Next Topmodel. Sie kommt aus Hamburg und sie hat sich die Beine verlängern lassen. Hier, dieses kleine Lebewesen, das offensichtlich gerade das Wasser verlassen hat, hat sich also die Beine brechen lassen, um sie danach 8,5 Zentimeter zu verlängern. Wie schräg ist das denn? Jetzt stellen Sie sich doch mal bitte vor, jeder Promi würde das machen, damit er etwas größer ist. Zum Beispiel Markus Lanz. Hier Markus Lanz mit kurzen Beinen und hier mit längeren Beinen. Tja, liebe Theresia Fischer aus Hamburg, Kandidatin bei Germany's Next Topmodel, was lernst du daraus? Mit solch langen Beinen bist du für einen Job vor der Kamera leider ungeeignet. Leider nehmen die aber auch bei ProSieben niemanden, der sich das Gehirn hat verlängern lassen.
Aber egal. Kümmern wir uns lieber um die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich das Gartentier des Jahres 2019. Das wird momentan noch gesucht. Hat es sich versteckt? Es ist ausgestorben. Sie werden es erfahren, und zwar gleich nach der Werbung. Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 39 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Hallöchen. Derzeit wird das Gartentier des Jahres gewählt. Die Sielmann-Stiftung hat etliche Vorschläge gemacht, wer das Gartentier des Jahres werden könnte. Und bis zum 26. Mai darf man noch online für sein Lieblingsgartentier abstimmen. Leider hat das auch der Außenklaus mitbekommen und der hat auch ein paar Vorschläge zum Gartentier des Jahres 2019. Da freue ich mich doch, dass ich einmal zwei Fürschläge gemacht habe. Was soll nun das Gartentier 2019 werden? Vorschlag Nummer 1, hier meine grün-blaue Erdjungfer. Das ist ein wundervolles Tier. Das kannst du im Frühjahr relativ häufig in fremden Gärten beobachten. Allerdings meins hier, gell, heißt Erdjungfer, weil es halt die Erde noch niemals gesehen hat. Euch sind Jungfert. Naja, mein Vorschlag Nummer 2 ist hier die gemeine schwarze Gartenspinne. Gell? Die zählt zu den Insekten, zu den achtbeinigen ursprünglich, aber seit Tschernobyl ist halt ein wenig mehr droh. Das Dumme an meiner gemeinen schwarzen Gartenspinne ist, gell? Die sieht man üblicherweise im Herbst in seinem Garten. Die hier ist allerdings scheinbar tot, die hat sich seit Jahren nicht bewegt. Naja. Jetzt ist es so innen, was sie vom Wähl. Vielen Dank, Klaus. Aber jetzt mal im Ernst. In diesem Jahr stehen 6 Teichbewohner des Gartens zur Wahl. Das sind beispielsweise die Ringelnatter, der Wasserläufer oder die Spitzschlammschnecke. Es klingt schon etwas exotisch, ist es aber noch gar nicht. Ich werde meine Stimme jemand anderem geben, und zwar der blaugrünen Mosaikjungfer. Steht auch zur Wahl. Das hört sich zuerst mal nach einem Gewaltverbrechen an. Die blau-grüne Mosaikjungfer ist aber in Wirklichkeit ein ganz anderes Tierchen. Genießen Sie jetzt also Germany's Next Gartentier, die blau-grüne Mosaikjungfer. Happy Birthday, NATO, alte Schabracke. Da bist du schon 70 geworden. Unser Geschenk, also unser Deutschland-Geschenk an dich. Bis 2024 bekommst du 1,5% unserer gesamten Wirtschaftsleistung. So viel wollen wir nämlich bis dahin für Rüstung ausgeben. Das sind etwa 50 Milliarden Euro. Und? Damit bist du nicht zufrieden. Liebe NATO? Nicht? Aber was willst du denn dann?
2%, also 65 Milliarden. Na, mal sehen, ob wir das bis zum 80. schaffen. 65 Milliarden. Und dann kommt dazu ja noch das Geld, das wir ausgeben müssen, um die Grenze zu England zu schützen. Story's already begun. We've seen it all before, Bromley Blab and Cameron. But we know the EU's full of flaws, and they've opened our doors, overruled many laws. But we believe our flag's red, white and blue. It's more than just a star. Only wanted trade, but now it's gone too far. They want prisoners to vote. They've taken all our fish and money through the years. There's endless regulations, red tape. It seems there's no escape till the Leave vote takes shape. Let's get out our flags red, white and blue. More than just a star, only wanting trade. But now it's gone too far. Aber da denken wir vielleicht nächste Woche mal drüber nach oder wir verschieben das nochmal. Bis dahin bleiben Sie auf jeden Fall fröhlich. Tschüss. Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 39 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.